So Leute, willkommen wieder zurück auf der Terminerkarte und ihr seht ganz richtig und hört auch ganz richtig, es ist mal wieder nur noch 24 Stunden übrig, aber ich habe mich das jetzt mal am Anfang dieses Parts reingeschnitten. Ich habe das Offscreen jetzt endlich alles nachgeholt, ich habe mir die ganzen Golden Scutulas geholt, die noch gefehlt haben von den anderen Abenteuerkarten, also Master Wind Waker Karte hatte noch gefehlt. Dann, ich glaube sogar Master Quest auch. Und natürlich die Schattenkarte und die vier Skulpturas aus dem Legendenmodus, was den Wind Waker Epilog betrifft. Einfach damit ich auch dieses Bild mal vollständig habe. Und ja, hier fehlen natürlich auch noch ein paar Skulpturas und zwar zack, zack, zack. Die sind unter anderem da, wo ihr sie eben seht. Wir sind gerade an diesen vier Stellen immer diese besonderen Itemkarten und hier unten unterhalb sind keine Feinde sichtbar, suche sie. Es gibt nämlich eine Art Itemkarte, die ich auch noch immer nicht habe, und zwar den Dekustab, um Fackeln anzuzünden. Den brauche ich aber. Und naja, wie gesagt, hier, ich habe noch ein paar Kostüme, hätte ich noch zu holen. Aber jetzt, was haben wir denn jetzt hier? Ah ja, genau, hier ist Wolgas Stufe 4 Speer. Und hier haben wir für Zelda den Taktstock und hier unten, ja, ich glaube, das möchte ich jetzt auch mal als erstes machen, damit Sheik endlich die Stufe 4 Lyra bekommt. Dann gibt es noch Feenkleidung und Feennahrung in der Abenteuerschlacht, Eroberungswettstreit der Stufe 3. So, und ich war eben auf der Schattenkarte ein bisschen, ja, ich würde sagen ein bisschen sauer, weil Sheik war zuvor noch auf Stufe 47 und das war viel zu schwach für die finale Schlacht auf der Schattenkarte, also da, wo man wieder Ganon besiegen muss. Ich habe den Gegner kaum Schaden gemacht und jetzt habe ich sie auf Stufe 65 hochgelevelt. Und natürlich Ocarina of Time Sheik ist ja ganz klar. Auf dem Todesberg holen wir uns jetzt endlich die Stufe 4 Lyra, damit diese Lyra der Sheikah auch mal ausgedient hat. Oder vielleicht auch eine andere, hier habe ich ja noch eine, aber ich nehme trotzdem mal die, weil hier ist noch ein Siegel zu brechen, aber 2007 K.O.s, ob ich das hinkriege, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wurscht. Das wird schon irgendwie hin, wird schon hinhauen.
Okay, dann lass mal gucken hier. Router darf nicht fliehen, ist im Hocker drin. 3 Harrowman-Männer ist nicht gerade viel. Okay, sind... Na, okay, ja gut, Lana bei der gelben Einheit, gut. So, Westfestung und Ostfestung haben die Schatztruhen. Also merken, einmal Westen, einmal Osten, alles klar, dann fangen wir an. Ich werde zeigen, was ich kann. Und ich auch. So, feindliche Festungen, Festungen der anderen sind geschwächt. Halte 6 Festungen vor den anderen Truppen. So, das ist voll unfair, wir haben nur eine, die haben schon 3. Ist das fies. So. Und schon gehört mir die erste Festung. Bam, zack. Und der Dinodos ist down. 2 Waffen gedroppt, okay. Endlich ein Licht, das uns den Weg weist. So, jetzt direkt rüber auf die andere Seite. Der Hyrobot wurde gesichtet und will Festungen erobern. Ja, mach dich mal nützlich. Dann nehmen wir gleich mal die Oskaron-Fesseln auch dazu. So, zack und zack. Und stirb, so. Und schon steht es unentschieden im Moment 3:3. Aber das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt wollen die natürlich Festungen zurückerobern, diese Penner. Das geht gar nicht. So, der Motivator wurde gesichtet. Ganz im Süden? Ist klar. Natürlich. Plan ist etwas, muss schnell besiegt werden. Doch gar keine Zeit für den Quatsch. So. Ich hätte noch gern ein bisschen mehr Magie, wenn es geht. Ein paar grüne kleine Fläschchen, aber ich krieg schon wieder fast kaum welche. Was soll das? So, aber was ist denn hier los? Okay. Let the music play. Die Macht der Musik wird euch vernichten. Zack. Oh yes. So, Klappe. Du hältst doch die Klappe, du blöder Scheißeroberer, du. Das hat sich auserobert. So, aktueller Stand bei den oberen Festungen. Ich würde sagen, die Trumpfen rudeln voran. Genau, 4:3. Die Fehlkleidung haben wir bereits gefunden. Sehr gut. Das ist richtig super nice, Mann. Die Rückeroberung gesichtet und wollen Festungen zurückerobern. Das werden sie nicht. Ich werde einfach selber eine Festung klauen. So gemein bin ich jetzt. So. Oh, hier ist der Motivator. Na, dann komm mal her. Hey, der lebt noch. Okay, Moment, ihr wollt es ja nicht anders. Der Mobile und Schildmobile wurden jetzt auch gerade irgendwie gesichtet, habe ich gesehen. Und zack. Und es hat sich ausmotiviert. So, die Ermutigung wurde verhindert. Hahaha, denn die sind alle total fett. So, der Mobile ist auch hin. So, der Schildmobile scheint sich nicht stärken zu können. Das ist aber schade. Ich bin untröstlich. Ja, nicht wirklich. So, 5:2. Noch eine Festung, Leute. Noch eine Festung. Dann haben wir gewonnen. Ja, wenn ich das kann, könnt ihr das bestimmt auch. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Kommt davon, ob sie sich genug anstrengen. Zack. Dun, 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 dun. Bam, bam, bam. So, das war die Nocturne des Schattens. Die bedeutet den Tod für die bösen Truppen. Dun, 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 dun. Diese Musik hat so viel Rhythmus. Und ich mache euch alle fertig.
und ich kann nicht richtig singen. So, der Ohr ist zurückgekehrt. Der kann gleich wieder umkehren. Denn ich habe gerade gewonnen. 6-2. Sieg. Sieg, ja. Diese Festung gehört jetzt uns. Na, was macht ihr jetzt? Das habt ihr verloren. So, du hast 6 Festungen erobert und... Watz! So, und zack. Runter darf nicht fliehen, Hauke, sie darf nicht fallen. 1-0. So, besiege den fährlichen Feldmarschall. Hauke, die anderen ist offen. Sehr gut. Dein Vorsprung senkt die Moral der Eroberer und der Rückeroberer. Ha, wie gut für mich. Ich bin lahm und ich bin einfach bezaubernd. Ja, du bist bezaubernd. Scheiße. Nur damit du es weißt. Und wir gönnen uns noch ein bisschen Geld. Weil ich habe nicht mehr so mega krass viele Rubine, weil ich ja in Level-Ups investiert habe. Nicht nur bei Sheik, sondern auch noch ein paar anderen Leuten. Also alle meine Kämpfer sind jetzt mindestens Stufe 50 oder darüber. Manche sogar schon auf Stufe 60. Weil das Maß mir einfach mal wert, dass die stark genug sind für alles, was noch so kommt. Weil sonst ärgere ich mich wieder, dass sie zu schwach sind. So, Anal, da bist du ja. Ja, hast du Angst vor mir? Nee. Solltest du eher Angst vor mir haben. So, immer nur die alte Leier. Das geht mir ganz schön auf die Eier. Bolero des Feuers. So, daneben. Wo springst du denn hin? Ich bin hier. Und zack. Und was so schön war. Noch ein letztes Mal. Skadoosh. Und jetzt komm her. Jetzt habe ich dich. Die Macht der Musik hat dich vernichtet. Sehr gut, man könnte sogar ausgezeichnet sagen. Goldmaterial von Lana. Mega geil. Wenn ich das kann, könnt ihr das bestimmt auch. Dich so schnell umziehen, hm? So, Mission erfolgreich. Ja, wir haben gesiegt. Du, Ruto freut sich wie ein kleines Mädchen. Soll sie doch. Also das war Nostalgie pur und ich habe kein einziges Mal Schaden erlitten. Geil! Und das alles für die Lyra der Sheikah Plus. Oh yes! Sehr schön, endlich! So, Pat Gandorf schon wieder viel zu viel 3. Ich freue mich gerade, wo könnte eigentlich, müsste nicht eigentlich sogar logischerweise der Stufe 4 Dreizack von Gandorf auch irgendwo hier sein? Würde ich jetzt mal sagen, ja, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Das kann eigentlich nichts bedeuten. Man hat versucht, mich zu verarschen und es ist geglückt. So, Lanas Umhang. Also Goldmaterial habe ich von ihr schon relativ häufig. Und 30 Nimbus gerade Schwerter kann sich auch sehen lassen. Und ey, geil, die Mütze des Postboten für meine Feengefährtin. Das ist doch voll cool. So. Und nun, was holen wir uns nun? Ja gut, ich muss hier hin sowieso mal aufdecken, weil hier unten noch für Ruto die Stufe 4 Schuppen sind. Und deswegen holen wir uns einfach mal Zeldas Stufe 4 Taktstock. Ich hasse diese Waffe. Abenteuerschlacht Geisteraustreibung. Na, das kann ja was werden. Aber ich habe natürlich mittlerweile endlich auch
Ocarina of Time Zelda als Kostüm freigeschalten und für Link natürlich auch sein Ocarina of Time Outfit. Die Kostüme habe ich schon alle gefunden und das ist echt super. Oh, also heute ist wirklich ein reiner Nostalgie-Part. Ocarina of Time Zelda. Auch wenn das jetzt nicht mein Lieblings-Zelda-Design ist von der Prinzessin, aber es ist trotzdem nett, dass das dabei ist. So, Stufe 65. Wenn das nicht reicht, dann kriege ich die Krise. So, ich habe hier immerhin einen Taktstart der Güte mit 4 Sternen. Nochmal 4 Sterne. Habe ich einen mit 5? Nö. Okay, damit 4. Den oder den? Erfahrung plus. Da ist auch Erfahrung plus. Na, da haben wir 2 Siegel drauf. Mach mal einfach mal das. Da erhöht sich der Angeschauen von. Und. Ja, und ein 1000er und ein 2000er Siegel. Dann gucken wir einfach mal. Okay, es gibt wenigstens Eulenstart. Und das ist schon mal was wert. Gut. Also, Ruto darf wieder mal nicht abhauen. Schätze gibt's in der Nordfellfestung gleich nebenan und in der Quelle der Göttin. Ist nur ein bisschen fies, ich sehe gerade, es sind ja ein paar Tore wieder mal geschlossen. Na, meinetwegen. Los geht's! Seid bereit! Ja, wie Ocarina of Time Zelda jetzt über den Kampfplatz schwebt, über das Kampffeld. So. Teile an der Truppen rückt gegen Ruto vor. Es sieht schon ein bisschen komisch aus. So, feindliche Hauptleiter, du hast auf deine verbündeten Einheiten abgesehen. Ach, das ist ja wieder so ein Quatsch, ich würde meine Einheiten abwerben wollen. So. Ich eile zu Hilfe. So. Ein schwachen Angriff ist wenigstens genug, um so einen Typen platt zu kriegen. So, die anderen Truppen wollen die verbündeten Einheiten abwerben. Diese Säcke. Ja, verliere nicht die Nerven, ich helfe dir. Und Triforce Power. I've got the power. So. Sehr gut. Rekrutiere gegen den Gipto vor, Zelda hat die Mittelfestung erobert. Hier geht's ja ganz schön zur Sache. Diese Festung gehört uns, danke sehr. So. Ist natürlich blöd, ich habe für die Waffe leider noch kein 4000er Siegel gebrochen, wo eventuell der Schnellangriff drunter wäre. Das würde sich gerade bei so einer lahmarschigen Waffe sehr auszahlen. Okay, machen wir mal den. Und was? So, auf einen Schlag die Ausfallfestung erobert. Und hey, Stahlmeister, stirb. Sieht ganz so aus, als wäre diese Festung jetzt unser. Oh yes. So, der Harold Hauptmann ist im Bedrängnis, dann stecke ich ihn ins Gefängnis. Den Spacko, der eben noch nichts taugt. So, Eulenstatue aktiviert. Der Rekrutierer greift den Gipto an. Gipto einfach mal Ruhe. So, Magie habe ich jetzt wieder einsatzbereit. Das Blöde ist, ich muss ja da drüben hin, alter Schwede. Da drüben ist jetzt gerade die Kacke am Dampfen. Nein, der Gotiro wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Hier sind so viele Truppen auf einem Haufen. Geht doch alle mal gepflegt kacken. So, wie wär's mit... hier drin? Zack, bumm. Und Wests Klippenfestung erobert. So, Stahlmeister. Schnauze. Fetti hält auch die Klappe. Und der Bote wurde auf den Schlafweg gesichtet. Ja, wer möchte noch alles? Wer möchte denn noch alles so hier mitkommen? Aha, Rekrutierer. Und auch ich verfüge über die Macht der Musik. Wenn auch etwas anders. So, Westernfestung erobert. Und der Defensivschmissel ist zu den anderen Truppen abgelaufen. Fick dich! Das war ja so klar. Ihr Penner! Wie könnt ihr es wagen, eure Prinzessin zu verraten? Das Abwehren des Defensivspezialisten steckt ja in den Truppen. Ja, das weiß ich. Das ist doch jedes Mal so.
So. Gibt's noch jemanden von mir, der nicht... Aha, da vorne ist ein Offensiv und der Defensiv ist da hinten. Okay, ich rette mal den Offensivspezialisten, dass der nicht auch noch rüberläuft. Alter, du blöder... Gammelfleisch! Depp, du! So. Jetzt rückt der Gipto gegen Ruto vor. So, wenigstens nochmal den Offensivspezialisten gerettet. Vielleicht schaffe ich noch den anderen Defensivspezialisten zu retten. Bitte, danke. Danke, bitte, bitte, danke. Komm schon. So, wir werden die Feinde besiegen. Verlasst euch auf uns. Na, ich nehme dich beim Wort. So, du Arschgönle. Du wirbst hier niemanden ab. Kapiert? Nein. Nein, das machst du nicht. Ich habe gesagt, du wirbst hier niemanden ab. Also halt dich gefälligst noch dran. Halt dich fern. So. Und Defensivspezialist gerettet. Na, also. Zum Glück ist nur einer übergelaufen, nicht alle. Zack! Ja, wir werden den Schutz übernehmen. Ich bitte darum. So, Defensivspezialist wird Ruto beschützen, rückt vor. Und der Bote ist am Ziel angehört und ruft das Stärken dieser Spacken. Ja, und hat sich natürlich direkt mal verpisst. Was? Ruto im Bedrängnis? Oh shit, ich muss da oben hin. Ich muss da hin. Hilfe, ich brauche Hilfe sofort. So, kleinen Moment. Eulenstatue aktiviert. Ja, diese Festung ist jetzt unser. So, Defensivspezialist, ich dachte, du wolltest Ruto beschützen, dann beeil ich auch gefälligst und mach das. So, was ist denn hier los? Ins Hirn gekackt oder was? Ist nicht sehr Prinzessin-like, aber das ist mir egal. Zack! Bin jetzt gerade voll die Agro-Zelda. Die ist einfach nur angepisst, weil hier so viele Idioten rumlaufen. Die hier nichts verloren haben. So. Stallmeister down. Und Fettsack auch down. Ah, mit dir an unserer Seite ist der Kampf so gut wie gewonnen. Ja, das ist noch nicht der Zeitpunkt aufzuatmen. Er muss recht, hat er zu recht. Denn da unten ist noch einer von diesen Hauptleuten. Der Offensivspezialist ist ein Bedrängnis? Du bist ein Offensivspezialist. Du bist doch eigentlich dafür ausgebildet, ein bisschen den Bösen auf die Fresse zu hauen. Alter, na gut, aber ich meine, das ist ein bisschen unfair. Da kann ich mir jetzt richtig viele K.O.s holen. So. Und Boom Baby. Jawohl, Fähigkeit freigeschalten. Was haben wir denn da jetzt? Leben Plus wieder. Okay, Leben Plus. Besiege Gegner, um deine Lebensenergie aufzufüllen. Für das andere brauche ich noch 937 weitere K.O.s. Ernsthaft? Nicht schlecht. So, das heißt nicht schlecht, das war perfekt. Eine des Cyrus oder Abmutter zu schlagen. Okay. Ich dirigiere einen kleinen Sturm für euch. So. Stirb. Und du auch. So, das war's. Mission erfolgreich. 1600 K.O.s haben wir. Supi. Ganzen Einheiten wurden hier zerschlagen, weil ich den vor die Fresse poliert habe mit meinem Taktstock. Denn ich bin einfach wunderschön. Ich bin eine hübsche Prinzessin. So, und... Natürlich. Natürlich. Mein Handler-Tentakel. Die habe ich ja schon direkt vermisst. So. Halt die Fresse! So. Natürlich. Voll die dramatische Musik mal wieder. So, das andere Fies da hinten. Werde gucken nur kurz wegen... Ja, Quelle der Göttin. Und Nordfellfestung. Okay, gut, ich hab ja... I've got my Ocarina! So, oh mein Gott! Gleich sind wir tot! Nein, keine Sorge, so schnell passiert das nicht! Zack, zack, zack! Habt ihr doch den Vorposten eingenommen, oder etwa nicht? So, du Missgeburt da drüben, wie kann man nur so hässlich sein?
Und halt die Fresse! So, das ist immer ein Handelsattack, ein bisschen gebaut und Bordement, ein Ende bereitet. Aber wenigstens vor denen endlich mal wieder Ruhe. Es war nicht so interessant, aber es waren es diesmal nur zwei. Meistens sind es drei, mein Handelsattack, aber ist okay. Ist mir eh lieber, wenn es weniger sind. Okay, und ein bisschen Geld. Diese Festung ist jetzt unser. Zeitmäßig, ja bitte, ist ja noch nicht mal 8 Minuten rum, ist ja lächerlich. Und wieder ab in den Süden. Aber nicht zum Urlaub machen. So, die Auswahlfestung könnt ihr bitte fallen. Na und? Da ist eh nichts Wichtiges drin. Da ist nicht mal jemand drin, der nicht fliehen darf. Naruto geht's gut. Wo die steht, ist alles blau. Super. Oh mein Gott, wo kommt dieser Chor bloß her? Alter, das dauert. Gut, jetzt ist die Magie mal komplett voll. So, und zack, zack, zack. Und zack. Und noch mehr Geld. Ich bin eine geldgeile Prinzessin. Und die Feenaugen habe ich auch gefunden. Sehr schön. Na, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir Schluss machen. Also, Sia. Es hat sich ausgezaubert mal wieder. So, eine kleine Elektroschock-Therapie gibt es jetzt hier für Sie. Zack, zack, watz, watz, watz. Und wusch. Und komm her, die Macht der Musik wird dich vernichten. Und das war's. Mission erfolgreich. Gut gemacht. Ja, wer kann, der kann. Sehr schön. 9,5 Minuten hätte ich nicht gedacht mit der Waffe und wir bekommen den Taktstock der Güte Plus. Ganz ohne Verdruss. Boah, insgesamt 9 Waffen? Übertreib mal. Ich sag mal, übertreib halt. So, mehr Mobility-Sperre könnte ich noch ein paar mehr brauchen, ist okay. So, erlesenes Quellwasser. Wohl bekomm's. So, und hier kriegt man wieder eine Dekoschale und die Ware mit nur einen Herzcontainer. Wir sind als erster 400 Feinde. Ach komm, Leute, das machen wir noch ganz schnell. Das geht ja recht flott. So, wie gesagt, hier ihr... jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, wie die heißt auf Deutsch. Barsha, glaube ich, hieß sie von Wind Waker Präludien. Das ist ihr Outfit davon. Ja, sie kriegt natürlich auch noch einen... Was habe ich denn da jetzt für ein Schattenspiel gerade? Drei Sterne habe ich nicht irgendwie. Ein Stern, drei Sterne, vier Sterne. Das ist jetzt auch wurscht. Nein, nicht den. Was mache ich denn da? Hallo? Den wollte ich. So, und hier. Moment. Richtig anziehen. Ocarina of Time Link. He's back, baby. He's back. And he's mad. Neue Mission, besiege 400 Feinde vor den anderen Truppen. Dunkel-Zelda ist da. Feuer! Bam! Einfach mal schön wegballern. Das ist irgendwie die beste Kombo, weil die hat so richtig geile Reichweite. Die Kumula-Kanone. Zack, zack, zack. Ey, 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 ist ja gut, ist ja gut. Boom! So.
Dekoraner sind auch noch da. Wie fies. Wer ist das nächste an der Reihe? Ich würde sagen, die da vorne. Der Feinde verstärken halt. Achso, ja klar, immer pro 100 besiegte Feinde. Top Verstärkung angelatscht. Und nochmal Feuer. Bam, 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 bam. So. Und... yeah, versinkt in den Schatten, ihr dreckigen Ratten. So. Und Schattenspeer. Axt. So, komm, wir werden wenigstens eine Dunkelstelle hier mal platt machen. Für ein bisschen Material, armer Material Girl. Danke, krieg natürlich die Waffentasche, Bitch. Dann eben nicht. So. Wir haben eigentlich 400. Guckt mal an, wie schnell das geht. Das war's schon. 400 ist ja lächerlich. Aber gesagt, das geht recht fix. Ich muss sagen, das war anstrengender als gedacht. Ach, bitte. Übertreib halt. Und keine Sorge, ihren Schattenspiegel Plus hole ich mir natürlich auch schon sehr bald. So, Dekoschale bekommen und hier unten brauchen wir... okay, erstmal einen Kompass. Und natürlich... Bomben, genau. Richtig. Kaboom! So, und hier unten sind die Stufe 4 Schuppen für unsere Rutors Pamputo. Ablenkungsmanöver Stufe 2. Dafür ist aber in dem Part keine Zeit mehr. Außerdem möchte ich eher versuchen, dass ich mal hier unten an diesen einen Dekostab hier rankomme. Damit ich Fackeln anzünden kann. Das heißt, die nächste Schlacht wird mal die für Volgas Stufe 4 Speer sein. In Schwertübungskampf. Ja, ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Und keine Sorge, der Zähler sinkt zwar weiter, aber wir haben noch, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Und ich hätte ja viermal die Karte Ballade des Kronos und könnte da nochmal 10 auf dem Zähler draufpacken. Also so schnell wird der Mond nicht wieder runterkrachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.